Herzlich willkommen zurück zu Assassin's Creed Rogue. So, wir wollen uns jetzt Nordamerika anschauen, würde ich sagen. Da liegt unsere nächste Mission. Per Schnellreise zu diesem Ort reisen? Natürlich, bestätigen. So, wo müssen wir denn hin? Ja, da wollte ich doch gerade hin. Ja, nach Nordamerika. Ach, muss ich selber fahren? Okay, alles klar. Stürmische See. Großsegel lockern. Los. Ja, das habe ich schon bemerkt. Raue Böen. Nordatlantik. Ja, River Valley. Schnellreise. Speichert. Halten Sie RB, um Informationen zum aktuellen Ort anzuzeigen. Ah, okay. Da, da, da. Ich laufe im Kreis. Und warte. Es geht dann noch nach Nordamerika. Speichert. River Valley. Juli 1752. Sturm. Blitze schlagen ein. Halbe Segel! Fahrt mit ein! Auf geht's, Reisegeschwindigkeit. Wir wollen ja schnell genug dort ankommen. Na, das interessiert mich nicht so. Da kann ich doch anlegen. Nein, tun wir nicht. Wir legen an. Andocken. Wir haben keine Brüstung, wo man eigentlich normal reingehen kann. Ah, da theoretisch. Da müssen wir trotzdem springen. Nun ja. Egal. Auf geht's. Schreiten Sie in der Geschichte voran. Na, okay. Da lässt einfach einer was fallen. So, wir müssen nach da hinten. Meter noch. Schöne Insel. Endlich mal ein bisschen wärmere Gefilde. Ah, da wartet schon unser alter Freund. Nur für geladene Gäste. Sequenz 1. Die Templer tun alles, um die Artefakte zu verstehen. Ihre Spione waren schon bei vielen Wissenschaftlern in New York. Und sie haben auch mit vielen Stämmen darüber gesprochen. Ja, sie haben das Manuskript herumgezeigt. Aber niemand konnte es lesen oder die Bilder entziffern. Doch wir haben einen Namen. Wir wissen, dass Lawrence Washington das Manuskript verschickt hat. Lawrence Washington. Geschäftsmann, wichtiger Politiker und hochrangiger Templer. Ah ja, ich hörte, er sei aus der Karibik zurück. Meine Leute sahen seinen Diener ein Paket annehmen. Dann wird ihm dieses Paket unverzüglich übergeben. Shay findet heraus, was es ist und findet Washington. Es wird Zeit, dass wir die Wahrheit erfahren. Auf zu Morrigan. Ja, ich soll die Morrigan erreichen. Erreichen. Ich passe mich an. Sprache. Schöner Sprung. Schön hier. Gefällt mir. Gefällt mir, gefällt mir. Sieht einladender aus. Als die kalten G.
Gebiete. Captain, übernimmt! Die Lieferung ausfindig machen. Mit ein bisschen Glück führt uns das Schiff direkt zu ihm. Ich mache mir mein Glück, Liam. Und Washingtons geht zu Ende. Alle Segel! Ei. Da ist es! Also, Männer, Zeit, ruhig zu sein. Gut in Sicht, Captain! Lawrence Washington ist ein mächtiger Geschäftsmann, Sklavenhalter und hoher Templer. Letztes Jahr haben wir seine Spur verloren. Ein Sturm, ziemlich übel. Ich habe erfahren, dass er in Barbados war. Konnte das aber nicht bestätigen. Was? Jetzt. Ziel verloren? Ich hab's doch gesehen. Was? Na, fahr doch. Ich bin etwas, überrascht. Würde ich mal so sagen. Da ist es. Also, Männer, Zeit, ruhig zu sein. Lawrence Washington ist ein mächtiger Geschäftsmann, Sklavenhalter und hoher Templer. Letztes Jahr haben wir seine Spur verloren. Ich habe erfahren, dass er in Barbados war, konnte das aber nicht bestätigen. Jetzt glaubt ihr, er hat etwas mit dem Raub der Artefakte zu tun, nicht wahr? Ich traue es ihm zu. Haiti ist nicht weit von Barbados und seine Rückkehr in die Kolonien überschneidet sich mit der Ankunft der Artefakte. Wir können den Templern die Kolonie nicht überlassen. Es liegt jetzt ganz allein bei uns. Was auch geschieht. Lawrence Washington muss sterben. Oh, oh. Ich werde dafür sorgen. Schande. Alle außer Großbergen. Schande, 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 Schande. Das wird so schief gehen. Das wird so dermaßen schief gehen. Hält die Segel in den Wind. Toll, Entfernung zum Ziel. Das schaffe ich nie. Ich muss hier hinten rum. Da kann ich nämlich nicht vorbei. Habe ich viel zu spät gesehen. Eine Blockade, Captain. Das wird nichts. Shay, ihr müsst dem Schiff an Land folgen. Das werde okay. Ich. Segelt ihr mit der Morrigan außen rum? Ei, Captain. Folgt dem Paket und findet Washington. Wir sind auf Kollisionskurs. Andocken. Eine Blockade. Das ist nicht mal ein schönes Andocken. Komm, 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 komm. Noch ein Stück, noch ein Stück, noch ein Stück, noch ein Stück. Na los! Und denkt an meine Worte, Chef. Washington muss sterben. Als würde er noch neben mir stehen. Also gut, Washington muss sterben. Hab's kapiert. Eieieiei. Hinterher. Los, 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 los. Komm, komm, komm. Ich geb ja mein Bestes. Aber er muss sich ein bisschen mehr beeilen. Komm schon, Shay, doch nicht da runter. Ich fass es nicht. Ganz ehrlich, ich meine, wirklich. Kein Witz jetzt. Ich fass es nicht. Da komme ich, glaube ich, hoch. Alter, ich bin da so schön oben und der springt einfach runter. Ich triff der Schlag. Da entlang. Komm. Spring, Junge. Komm schon. Wir müssen das Schiff noch kriegen. Als ob ich echt hinter einem Schiff herkommen würde. Komm, Shay, komm. Das Paket plündern. Ei. Puh. Mal außen rum und dann hier runter. Ja. Kommt hier rüber. Nö, 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 nö. No, shit. Oh, das wird ungemütlich. Verteidige dich. Los. Ja. Ah, man kann doch plündern. Endlich habe ich es auch mal entdeckt. Es steht nicht mehr so schön da wie früher. Bei Black Flag. Aber es geht. Alles kein Problem.
bisschen dahin unterwegs. Lass mal sehen. Da habe ich einen Sprung bisher gemacht. Da oben auf dem Dach ist einer. Da könnte ungemütlich werden. Komm. Shay. Ich zähle auf dich. Doch nicht runterschieben. Oh, das hätte so schief gehen können. Ja, haben wir einen. Da hinten sind auch wieder welche. Nein, auf den mache ich kein Attentat. Ein Unschuldiger, das kann ich nicht. Komm schon, komm, 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 komm. Erledigt. Oh, Schande. Oh. Komm, erledige ihn. Oh, sie haben mich. Ruhig bleiben, ganz ruhig. Zack. Den habe ich. Scheiße. Na, der wird mich, glaube ich, eher weniger sehen momentan. Den erledige von hinten. Oh, der müsste mich eigentlich schon längstens hören. Tut aber nicht. Ganz ruhig. Ticken runter. Komm. Nein, unten bleiben. Schön unten bleiben. Schön unten bleiben. Nein, das soll unten bleiben. Oder schlage ich mich durch? Ja, ich muss dahin. Ich kann auch ausnahmen, theoretisch. Ach komm. Direkt. Oh, verdammt. Vielleicht war es die falsche Entscheidung. Oh, verdammt. Puh. Ja. Komm. Zack. Die erledigen sich selbst. Das ist nämlich Dummheit. Der ist da drin. Komm. Kleiner Bug. Endlich. Plündern. Oh, was ist das? Ein Gewehr. Ein Gewehr? Oh, oh, ich sehe was Böses kommen. Ihr da! Halt! Wohin wollt ihr? Wie kann das sein? Man hört gar nichts. Vielen Dank, Master. Master Washington. Das Luftgewehr ist eine wirkungsvolle, lautlose Schusswaffe, mit der Schlaf- und Berserkerpfeile sowie Granaten und Knallkörper verschossen werden können. Pfeile und Granaten können in gemischte Warenläden gekauft und aus dem Militär heraus hergestellt werden. Schön. Welch seltsame Überraschung. Das hatte ich nicht erwartet. Jetzt muss ich zu Washington und ihn befragen. Okay. Da haben wir doch mit Ruhe. Oh. Feuerwehr. Komm, rüber. Komm schon. Komm, Junge. Komm, Shay. Über den Baum. Psst. Leise bleiben. Da oben muss doch einer sein. Wunderbar. Was? Wieso kippt der runter? Zwei Stück erwischt. Und Nummer drei jetzt noch. Den plündere ich.
Die haben aber alle nicht so wirklich was dabei. Und sicher gar nicht so recht. Und da geht's hoch. Oh, cool, Glühwürmchen. Auf, komm. Hier muss doch irgendwo, ja, da. Aussichtspunkt. Springen. Sehr schön. Ah, das sind viele. Das sind verdammt viele. Was ist so besonders an dem Fest? Den schnapp ich mir. Kuckuck. Hab dich. Niemand bemerkt was, alles gut. Nicht entdeckt werden. Ich muss zuerst zu Washington. Anschließend kommen die Artefakte. Sie hätten das Gras ruhig ein bisschen, oder beziehungsweise diese Büsche ruhig so machen können wie in Assassin's Creed Black Flag. Naja, okay. Zack, schlaf mein Großer. Die restlichen werden natürlich jetzt nichts machen. Die machen gar nichts. Ich fass es nicht. Komm her, komm her, komm her. Zack, hab dich. Niemand interessiert. Zwei Stück liegen schlafen auf dem Boden. Noch einen habe ich abgestochen. Und noch einen. Bis die anderen beiden wieder aufwachen, bin ich schon durch. Hab ihn. Bruder, gehört ihr nicht eigentlich ins Bett? Geht schon, George. Vertretet mich als Gastgeber. Geht in den Keller und holt einen guten Tropfen für die Gäste. Gerne. Gentlemen? Mein Bruder ist ein Lichtblick in diesem Land. Eine Bitte habe ich, bevor ich aus dem Leben scheide. Bitte lasst ihn in Frieden. Er sollte mit den Wirren des Templerordens nichts zu tun haben. Wir respektieren eure Meinung, Sir. Ich danke euch dafür, Gentlemen. Master Smith, seid ihr bereit für eure Reise? Aye, Sir. Ich werde mit Antworten zurückkommen. Master Wardrop, kennt ihr auch den Inhalt des Manuskriptes? Ja, Sir. Und bald auch seine Bedeutung. Dann brechet sofort auf. Washington kann sich kaum auf den Beinen halten. Hoffentlich habt ihr mit ihm recht, Liam. Denn ich töte hier einen sterbenden Mann. Oh Mann. Irgendwie will ich nicht. Und nicht nur irgendwie. Ich will nicht. Ich will ihn wirklich nicht töten. Schlaf, mein Großer. Und du auch. Zack. Ihr seid zu spät, Assassine. Es ist nie zu spät, Templerpläne zu vereiteln, Master Washington. Aber meine Pläne sind schon im Gange. Euch hierher zu locken, verschaffte meinen Bundesgenossen Zeit zur Flucht. Ich danke euch, dass ihr mir ein schnelles Ende gewährt. Und ich euch für das Offenlegen eurer Pläne, hinterhältige Schlange. Wählen Sie die Rauchbomben aus und drücken Sie Y, um sie einzusetzen. Rauchbomben machen Ihre Gegner für ein paar Sekunden kampfunfähig. Sie können diese Zeit nutzen, um sie zu töten oder zu fliehen. Mach mal. Gott verdammt, ich muss heilen. Da, Rauchbomben. Oh, Schande. Sie sind nicht ausgewählt.
Den greife ich kurz an. Nein, tue ich nicht. Ich jumpe weiter. Guck. Und weiter geht's. Weiter. Los. Doch nicht ins Wasser. Das dauert ja Ewigkeiten, bis ich da wieder oben bin. Komm. Vollgas. Nein, das schöne Schiff. Oh, es gibt Tempo. Auch was du nicht sagst. Hätte ich fast nicht bemerkt. Oh, die sind stark. Okay. Oh. Ich sehe die roten Markierungen. Oh, Schande. Komm, volle Kraft voraus. Alle Segel geöffnet. Lawrence Washington ist tot. Ihr wirkt enttäuscht. So krank wie der Mann aussah, wäre er in einem Monat ohnehin gestorben. Zwei andere Templer sind entkommen. Sie wissen von Manuskript und Schatulle. Haben Sie die Artefakte? Ich weiß nicht. Vielleicht. Sicher bin ich nicht. Dann handeltet ihr im Sinne der Bruderschaft. Wir suchen die Objekte später. Oh, Lord Shane. Selten konnten wir die Templer in solche Unordnung stürzen. Vielleicht. Aber Washingtons Worten zufolge hört es sich nicht nach einem großen Verlust für sie an. Nun, das sollt ihr glauben. Mission abgeschlossen. Nur für geladene Gäste. Achso, ich soll sie rasend machen, nicht einschläfern. Haha, mein Fehler. Erfolg freigeschaltet, glückliche Zeit. Okay. Zuschläge, Konton, drücken Sie dann X, um ihn zu töten, Y, um ein Hilfsmittel einzusetzen, A, um ihn zu entwaffnen, oder B, um ihn zu werfen. Ach Gottes Willen, kannst du das merken? Die Erinnerung scheint fragmentiert. Wie viel Zeit ist vergangen? Ein paar Monate. Der Virus stört den Zugriff auf ganze Erinnerungen. Sie sind völlig durcheinander. Der siebenjährige Krieg wird sehr bald ausbrechen. Achtet auf die Einmischung der Assassinen. Das werden wir. Nicht wahr, Strohkopf? Natürlich, Boss. So düster über der Heimstatt, da muss Abigail und Connor von uns gegangen sind. Ei, ich sah Achilles weinen. Warum auch nicht? Er sieht nicht traurig aus. Er sieht wütend aus. Verwirrend. Er kämpft um den Verlust. So wie wir. Ich weiß, das ist Monate her. Und wir suchen nach einem verfluchten Manuskript und einer Schatulle. Le Chasseur hat eine Spur zur Schatulle. Wir treffen Chevalier und ihn in St. John's. Chevalier auch? Das erheitert mein Gemüt nicht gerade. Als Achilles sagte, der Besitzer der Artefakte habe Zugang zu Orten großer Macht, was meinte er? Ich weiß nicht, ob ich es selbst verstehe, Shay. Ich sprach lange mit Adawale darüber. Er glaubt, die Vorläufer-Schatulle erzeugt... Wörter oder Bilder. Eine Laterna Magica? Was meint ihr? Die magische Laterne, die Vater Connolly einst in der Kirche aufgestellt hat. Im Innern war eine Kerze, glaube ich. Vorne steckte eine kleine Glasplatte. Dann wurden helle Bilder an die Wand geworfen, wie römische Kathedralen. So nah, als wären sie echt. Ah ja, ich denke schon. Nur, dass sie auch die seltsame Sprache des Manuskripts übersetzt. Wäre auf der Platte ein Spruch in Latein, erschien er in Englisch. Wie ist das möglich? Wer weiß. Ich fürchte, wir werden niemals verstehen, wie die Edensplitter funktionieren. Wo in der Welt gibt es die hübschesten Mädchen? Das hängt davon ab, was ihr unter Schönheit versteht. Eine Maid von Korfu unterscheidet sich von einer aus Oslo wie Tag und Nacht, aber schön sind beide.
Seht ihr? Ansichten wie diese verleihen einem Mann den Ruf von Weisheit. Ja, danke. Wir sind fast da. Irgendwie erinnert mich Schön, seine Stimme an irgendjemanden. Als ich kenne sie. Und der Chevalier. Oh, ein kleiner Preis für eine Spur zur Vorderflasche Tunnel. Anlegen! St. John's. Da oben kann ich... Oh. Das wird nicht leicht, die zu kriegen. Aber ich versuche sie zu retten, die beiden. Aber ganz ruhig bleiben. Ganz ruhig. Ganz ruhig. Das sind sie auch schon. Ja! Hab ich euch. Ihr seid zum richtigen Zeitpunkt eingetroffen, mein Freund. Munition plündern. Der hat ein bisschen was bei sich. Das ist, wow, das ist doch mal schön. So, da oben müssen wir hin. Wie kommen wir da hin? Hier entlang. Unser altbewährter Freund. Ein kleiner Sieg. Nun ja. Wie es weitergeht in der nächsten Folge.